Nun zu unserem Eröffnungsvortrag. Ich möchte Tim Henning kurz vorstellen. Er ist Professor für praktische Philosophie an der Universität Mainz. Er arbeitet im Bereich der normativen Ethik, auch zu Themen der Bioethik und der Wirtschaftsethik. In seinem früheren Leben hat er über personale Identität gearbeitet und Autonomie. Ich nenne nur seine bislang drei Bücher. Person sein und Geschichten erzählen, erschienen bei De Gruyter 2009. Übrigens seinerzeit ausgezeichnet mit dem Wolfgang Stegmüller-Preis, der sich auch hier als guter Karrierepredikor erwiesen hat. Das zweite Buch Kants Ethik, eine Einführung, erschienen bei Reclam 2016. Und das dritte Buch From a Rational Point of View, How We Represent Subjective Perspectives in Practical Discourse, OUP 2018. Heute spricht Tim Henning über das Thema Wissenschaftsfreiheit, moralische Kritik und die Kosten des Irrtums. Es geht um die Frage, ob es innerhalb einer liberal verstandenen Wissenschaftsfreiheit Raum gibt für moralische Kritik an wissenschaftlichen Positionen. Da scheint es ein Spannungsverhältnis zu geben, weil die Frage, ob eine wissenschaftliche Theorie wahr ist oder zumindest gut belegt ist, erstmal unabhängig davon ist, ob die Konsequenzen der Theorie oder ihres Vertretenwerdens für alle angenehm sind. Es gibt Forschungspositionen oder auch nur Forschungsansätze, die den meisten von uns, ich sag's mal salopp, moralisch nicht gut in den Kram passen. Wir werden im Vortrag Beispiele hören. Nun soll die grundgesetzlich geschützte Freiheit von Forschung und Lehre nicht zuletzt gewährleisten, dass ergebnisoffen und ohne wissenschaftsexternen Druck geforscht werden kann. Und moralischer Druck scheint zunächst mal externer Druck zu sein, ein äußerer Einfluss auf den Prozess der wissenschaftlichen Erkenntnissuche. Das ist das Setting, mehr sollte ich nicht verraten, denn ein gut gemachter Eröffnungsvortrag führt selbst in das Thema ein. Die Diskussion nach dem Vortrag. Wenn es nicht Tim wäre, würde ich mir das nicht erlauben. Die Diskussion nach dem Vortrag werde nicht ich moderieren, sondern Romy Jaster von der HU Berlin, Mitorganisatorin dieses Kongresses, Geschäftsführerin der GAP, Stegmüller-Preisträgerin, Mitgründerin von Phil Publica und vor allem eine bessere Moderatorin als ich. An die Diskussion von Tim Hennings Vortrag wird sich eine Podiumsdiskussion anschließen, zu der Elif Özmen und Julian Müller hinzustoßen werden und die ebenfalls von Romy Jaster moderiert wird. Tim, du hast das Wort. So, ja, vielen Dank, lieber Gerd, liebe Romy, liebe Anwesende. Schön, dass ich hier sprechen darf, freut mich sehr. Gerd hat die wichtigsten Dinge eigentlich gesagt, gibt es Fragen? Na Gott, also ich versuche mal, das hier ans Laufen zu kriegen. Genau, das Thema des Vortrages, oder der Titel des Vortrages lautet Wissenschaftsfreiheit, moralische Kritik und die Kosten des Irrtums. Ich glaube, es ist uns allen sehr bewusst, dass WissenschaftlerInnen in jüngster Zeit für ihre Thesen verstärkt moralische Kritik und moralischen Protest kassiert haben. Und die Frage, die mich hier umtreibt, ist, ob so etwas überhaupt legitim sein kann, berechtigt sein kann, ob da nicht schon irgendwie ein Kategorienfehler drinsteckt, wie weit dieser Protest oder diese Kritik gehen darf und ob solche Kritik vereinbar ist mit einem robusten Commitment zur Wissenschaftsfreiheit. Mal sehen, wie das geht. Okay, ich beginne mit widerstreitenden Intuitionen und der Vortrag ist Oldschool analytische Philosophie. Wenn ich Intuitionen sage, meine ich meine. Aber vielleicht kann sich der ein oder andere ja einfühlen oder die ein oder andere. Ich beginne zunächst mal mit ein paar Beispielen für Thesen, die Kritik geerntet haben. Eine erste These, vertreten zum Beispiel von Arthur Jensen oder von Herrnstein und Murray in dem Buch The Bell Curve, lautet, schwarze Menschen haben genetisch bedingt durchschnittlich einen geringeren IQ. Zweite These, jüngst in aller Munde gewesen.
ist aus dem Buch von Kathleen Stock. Der Begriff Frau bezieht sich auf biologisch weibliche Erwachsene. Und schließlich ein Beispiel, das schon etwas älter ist, das uns PhilosophInnen aber auch sehr vertraut ist, von Peter Singer. Neugeborene mit schweren Behinderungen haben keine Interessen, die uns zwingende Gründe geben, sie nicht zu töten. Ich möchte im Folgenden nicht behaupten, dass all diese Beispiele gleich gelagert sind oder gleich zu beurteilen sind oder auch nur gleich funktionieren. Wir können gerne im Anschluss über alle Beispiele sprechen. Ich möchte mich hier auf das erste Beispiel konzentrieren. Nicht zuletzt deswegen, weil meine Überlegungen bei dem Beispiel am besten funktionieren. Okay. Wie gesagt, in mir zumindest regen sich angesichts einer solchen These widerstreitende Intuitionen. Die erste lautet, moralische Kritik kommt mir irgendwie berechtigt vor. Warum? Darüber können wir gleich sprechen. Aber ich habe auch den Eindruck, dass irgendetwas schiefläuft, wenn Herrnstein und Murray dergleichen vertreten. Und ich möchte das in eine These packen und für diese These auch verteidigen. Die These nenne ich moralische Kritik. Sie lautet, es kann gerechtfertigt sein, WissenschaftlerInnen für ihre wissenschaftlichen Thesen mit moralischen Gründen zu kritisieren, sie nicht zu Veranstaltungen einzuladen, ihre Artikel und Drittmittelanträge abzulehnen. Das gilt unter anderem für eins. Ich dürfte sich Ihnen, glaube ich, mitteilen, dass das eine durchaus kontroverse Position ist, aber so ist das eben. Andererseits glaube ich, dass FreundInnen der Wissenschaftsfreiheit sich berechtigt wären, und zwar nicht nur gegen rechtswidrige Übergriffe, Drohungen, Störaktionen, sondern durchaus auch zu Recht gegen bestimmte, vollständig rechtskonforme Formen moralisch motivierter Kritik. Da werden oft Moralismusvorwürfe geäußert, die ich in gewisser Weise sehr gut nachvollziehen kann. Der Statistiker Walter Krämer zum Beispiel schreibt über eine Arbeit von Bruno Klaug, und Klaug vertritt was durchaus Vergleichbares wie unsere These 1 über diese IQ-Differenzen. Der vielfach geradezu mit Schaum auf dem Mund vorgetragene Widerstand gegen diese Arbeit ist vor allem ideologisch und nicht wissenschaftlich zu erklären. Vokabeln wie rassistische Parolen haben in wissenschaftlichen Debatten nichts zu suchen. Hier geht es einzig und allein um wahr und falsch. Und auch angesichts dieser Äußerung, also die erwecken in mir nicht nur Zustimmung, aber den generellen Punkt, sehe ich durchaus und auch da merke ich intuitive Zustimmung. Ich finde auch, dass es im wissenschaftlichen Bereich einzig und allein um wahr und falsch gehen sollte, in einem gewissen Sinne, den wir gleich ausbuchstabieren wollen. Krämer ist übrigens Mitglied im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, ähnlich wie Barbara Zehnpfennig, die schreibt ganz ähnlich. Die Verlagerung der Auseinandersetzung von der Sachebene auf die Ebene des Moralischen birgt den entscheidenden Vorteil im Kampf, die eigenen Ideologien nicht mehr begründen zu müssen und den Kritikern die Möglichkeit zu nehmen, ihre Einwände begründen zu können. Na, da steckt jetzt eine Menge an Annahmen darüber drin, wie moralisches Argumentieren funktioniert oder scheinbar nicht funktioniert, die ich nicht unbedingt teile. Aber auch hier gibt es eine gewisse generelle Stoßrichtung, die ich nachvollziehen kann, nämlich die Idee, dass mit dem Wechsel zu moralischen Einwänden irgendwie eine andere Ebene eröffnet wird oder wir auf eine andere Sachebene wechseln, die der Wissenschaft eigentlich äußerlich sein sollte. Deswegen formuliere ich eine zweite These und auch die möchte ich verteidigen, die ich nenne die starke liberale Auffassung. Kritik an WissenschaftlerInnen und ihren Thesen, Einladungspolitik etc. dürfen sich nur danach richten, ob es für die Thesen hinreichende Belege im Sinne von Evidence gibt. Und Übereinstimmung mit moralischen Ansichten ist keine relevante Evidence. Auch diese These möchte ich verteidigen. Die Hauptaufgabe wird sein, zu zeigen, dass das beides wahr sein kann. Also dass moralische Kritik und die starke liberale Auffassung vereinbar sind. Okay, um damit loszulegen, schauen wir uns zunächst mal an, woran sich moralische Kritik an einer These wie 1 überhaupt entzünden kann und vor welchen Schwierigkeiten eine solche Kritik steht. Also, nochmal, die These 1 ist diese These, die ich jetzt nicht nochmal wiederhole, so schön ist es nicht. Woran stoßen sich KritikerInnen von Thesen wie 1? Da gibt es verschiedene Kandidaten. Man kann sich auf diesen Teil der These konzentrieren und man kann sagen, naja, die Erhebungen, die da durchgeführt wurden und die einen durchschnittlichen IQ-Gap ergeben, die waren vielleicht biased, ne? Vielleicht ist da schon eine Menge schiefgelaufen, vielleicht ist da schon eine Menge Rassismus im Spiel.
Oder vielleicht ist überhaupt die Größe des IQ fragwürdig, vielleicht gibt es sowas wie generelle Intelligenz gar nicht. Vielleicht belegen gerade solche Resultate das sogar. Kann sein, können wir gerne darüber sprechen, ist aber nichts, wozu ich hier was zu sagen haben werde. Mich interessiert dieser andere Teil der These, nämlich die These, die Herncy und Murray zum Beispiel vertreten und Jensen auch, dass die durchschnittliche IQ-Differenz zumindest partiell genetisch bedingt ist. Was genau, woran genau kann man da Anstoß nehmen? Naja, ich finde, das trifft Elif Özman ganz gut. Wegen dieses Teils steht die These 1 im Widerspruch zu bestimmten richtigen politischen und moralischen Normen. Die distanzierenden Anführungszeichen würde ich an dieser Stelle weglassen. Ich glaube, dass 1 tatsächlich in Widerspruch gerät zu bestimmten politischen und moralischen Normen, die ich für meinen Teil auch durchaus plausibel finde. Deswegen regt sich ja Widerspruch. Warum? Wie sieht das genau aus? Naja, die These 1 führt auf etwas, was Philip Kitcher Inegalitarian Conclusions nennt. Woran liegt das? Ja. Wichtige VertreterInnen auch egalitaristischer Gerechtigkeitskonzeptionen akzeptieren Folgendes. Systematische Ungleichheiten in angeborenen Fähigkeiten sind plausiblerweise faktische und normative Schranken für Bemühungen um politische Chancengleichheit. Bei Rawls und Dworkin finden Sie zum Beispiel den Gedanken, dass wenn bestimmte Unterschiede in Talenten, wie Sie es nennen, naturgegeben sind, dass es dann einfach ein extrem kostspieliger und invasiver Prozess wäre, fortlaufend immer wieder gegen etwas anzuarbeiten, was nun mal von Natur aus nicht zu ändern ist. Das heißt, wir würden immer wieder versuchen, für ein Level Playing Field zu sorgen, nur damit uns die Natur dann doch auf Dauer wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Das wäre in einer Weise kostspielig, wodurch alle Beteiligten schlechter dastehen würden. Deswegen nimmt Rawls auch den Fall natürlicher oder Ungleichheiten in naturgegebenen Talenten als eine wichtige Motivation für sein Differenzprinzip im Kontrast zu einer strikten egalitaristischen Auffassung. Thomas Nagel ergänzt noch einen anderen Punkt. Nagel argumentiert, dass wenn bestimmte ungleiche Startbedingungen, bestimmte ungleiche Fähigkeiten tatsächlich naturbedingt seien, dass dann auch eine Gesellschaft in anderer Weise in der Pflicht steht, sich um die zu kümmern. Ja, wenn wir das als Gesellschaft verbockt hätten, diese Ungleichheiten in die Welt gebracht hätten, dann wären wir verpflichtet zur Kompensation, dann gäbe es Gerechtigkeitspflichten, für Gleichstellung zu sorgen. Wenn die Gesellschaft aber sozusagen nichts dafür kann, so Nagel, dann haben wir vielleicht auch Pflichten anderer Art. Dann geht es mehr um sowas wie Hilfspflichten, es geht mehr um sowas wie Wohltätigkeit, aber es sind nicht unbedingt Gerechtigkeitspflichten, die dann im Spiel sind. Aufgrund solcher Überlegungen scheint zu gelten, und das wäre eben die Inegalitarian Conclusion, wenn 1 gelte, wären wir plausiblerweise nicht verpflichtet, strikte Gleichheit anzustreben. Was sollten wir stattdessen tun? Also das ist auch die Konklusion, die Autoren wie Herncy und Murray finden. Was sollten wir stattdessen tun? Naja, die Autoren schlagen vor, wir sollten versuchen, mit der Ungleichheit zu leben. Try living with inequality. Und das umfasst Verschiedenes. So richtig schlau bin ich nicht draus geworden. Vielleicht erklären Sie es mir. Unter anderem sollen wir weniger auf Gleichheit achten und mehr ein Suffizienzkriterium der Gerechtigkeit vertreten. Also einfach gucken, geht es den Leuten denn gut genug? Und wir sollten vielleicht mehr auf Anerkennung statt Umverteilung abstellen, um das mal auf ein paar simple Slogans zu bringen. Okay, das ist ein erster Befund. 1 widerspricht wegen dieser Inegalitarian Conclusion bestimmten moralischen Idealen in Bezug auf die Gleichstellung Menschen verschiedener Hautfarbe. Idealen, die ich zumindest unterschreiben würde. Genau das verleiht dieser These eben diesen Sprengstoff und genau das motiviert Kritik an einer These wie 1. Aber ein zweiter Befund ist, dass das keine legitime Basis zu sein scheint, um 1 in einem Umkehrschluss für falsch zu halten. Stellen Sie sich vor, wir würden so schließen. Schwarze Menschen sind nicht genetisch bedingt durchschnittlich weniger intelligent, weil wir sonst ja nicht verpflichtet wären, Gleichheit anzustreben. Wir können uns gerne darüber unterhalten, warum das ein Fehlschluss ist, aber der Eindruck, dass es ein Fehlschluss ist, ich nehme an, den werden Sie teilen. Ich habe dem so etwas aus dem Handgelenk den Titel Darf nicht sein, ergo kann nicht sein, Fehlschluss gegeben.
Wenn wir diesen zweiten Befund ernst nehmen, dann gelangen wir eben ziemlich schnell zu dem, was ich eine starke liberale Auffassung der Wissenschaftsfreiheit nenne. Die kann man wie folgt weiter aufgliedern. Erstens umfasst sie eine These, die ich Autonomismus genannt habe. Das ist jetzt nicht die schönste Prosa. Die Beurteilung einer wissenschaftlichen These darf allein davon abhängen, ob sie den spezifischen Korrektheitsmaßstäben der Wissenschaft genügt. Das soll einfach heißen, dass die Wissenschaften nur ihren eigenen Kriterien etwas schuldig sind und keinen äußeren Erwartungen anderer Art. Die zweite These habe ich Evidenzialismus genannt. Viele von Ihnen wissen, das kann so ziemlich alles Mögliche heißen. Hier heißt es Folgendes. Eine These genügt den spezifischen Korrektheitsmaßstäben der Wissenschaft, genau dann, wenn es hinreichende Belege für ihre Wahrheit gibt. Das ist das Einzige, woran wir wissenschaftliche Thesen messen dürfen. Und schließlich eine dritte Klausel, und die ergibt sich eben aus diesem zweiten Befund, den ich gerade erwähnt habe, und diesem intuitiven Fehlschluss. Die nenne ich Antimoralismus. Die lautet, Nicht-Übereinstimmung mit moralischen Ansichten ist kein Beleg für oder wider die Wahrheit einer deskriptiven wissenschaftlichen These. Das ist eine Auffassung, die mir plausibel erscheint, for better or worse. Ist denn dann jetzt überhaupt noch irgendein Platz für moralische Kritik? Ja, und das liegt an einem bestimmten Schlupfloch, das ich mit Ihnen gemeinsam erkunden möchte. Und das Schlupfloch finden Sie hier, wo es rot unterlegt ist. Die These Antimoralismus sagt nur, dass moralische Erwägungen nicht die Rolle von Evidence spielen dürfen. Das heißt, wir dürfen die nicht benutzen, um bestimmte Thesen zu rechtfertigen oder zu entkräften. Aber was moralische Erwägungen stattdessen tun können, ist, die Schwelle festzulegen, an der Rechtfertigung hinreichend ist. Das Bild ist also folgendes. Es gibt einmal die Evidence, die übernimmt das Rechtfertigen, die kann mehr oder weniger Rechtfertigung für eine These verleihen. Und dann gibt es aber auch noch Bedarf an einer Schwelle. Wann sagen wir denn, okay, jetzt ist die These gerechtfertigt, wir behandeln die als gerechtfertigt. Und diese Schwelle, da gibt es, glaube ich, ein Schlupfloch für Moral. Aber das braucht jetzt ein bisschen Arbeit. Ich möchte dazu auf etwas eingehen, was in der zeitgenössischen Erkenntnistheorie Pragmatic Encroachment genannt wird. Da ist der Gedanke, dass sich pragmatische Faktoren, also sowas wie Kosten-Nutzen-Überlegungen, in den vermeintlich reinen Bereich der Erkenntnistheorie einschleichen, sozusagen. Die Grundidee ist erstmal folgende. Die Schwelle dafür, wann Belege, also Evidence, stark genug sind für Rechtfertigung simpliciter, wird unter anderem durch praktische Kosten des Irrtums mitbestimmt. Das ist eine These, die wird von vielen verschiedenen AutorInnen vertreten. Ich habe nur eine komplett willkürliche Auswahl hier drunter geschrieben. Ich werde hier nicht für diese Auffassung ausführlich argumentieren. Ich werde ein bisschen was darüber sagen, was diese Auffassung motiviert. Ich möchte Ihnen aber sagen, dass wenn so etwas wie diese Pragmatic Encroachment-Idee plausibel ist, dass wir dann bestimmten Formen moralischer Kritik Sinn abgewinnen können. Also erstmal zur Motivation dieses Pragmatic Encroachment-Gedankens. Eine erste Motivation bezieht sich auf das, was man als Mark Schroeder das Problem of Near Ties nennt. Und das ist eine Überlegung, die, glaube ich, auf Gilbert Harman zurückgeht. Wir haben hier einen Fall, in dem die Dinge wie folgt liegen. Die Gesamtheit unserer Belege E spricht genauso stark für P wie gegen P. Wir haben genauso viele Gründe, P für wahr zu halten, wie wir Gründe haben, nicht P für wahr zu halten. Harmans wichtige Beobachtung ist, dass sich dieser Fall im epistemischen Bereich ganz anders verhält als der analoge Fall im praktischen Bereich. Wenn wir uns zwischen zwei Handlungen entscheiden müssen und die Gründe für beide sind ungefähr gleich stark, die Gründe dafür viel zu tun oder die Alternative zu tun, dann ist es vollkommen legitim, eins von beiden zu tun. Ist egal. In diesem Fall im epistemischen Bereich kommen wir aber nicht auf die Idee zu sagen, ja, dann ist es berechtigt, P zu glauben. Im Gegenteil, die Belege dagegen sind ja genauso stark. Und Harman argumentiert, dass das sogar dann so bleibt, wenn es nur ein leichtes Übergewicht der Belege für P gibt. Das heißt, die Basis dessen, was insgesamt für P spricht, ist nur minimal stärker als das, was dagegen spricht. Auch da finden wir in den meisten Fällen nicht, dass man sagen kann, ja, okay, alles klar, der Sache ist ausgegessen, P. Sondern auch da ist so etwas wie Zurückhaltung gefragt.
Was folgt daraus? Naja, Schroeder zufolge und ich glaube Harman zufolge folgt daraus, naja, die Evidence für und wider P, die scheint das irgendwie nicht mit sich alleine auszumachen, ob wir glauben dürfen, gerechtfertigterweise, das P, sondern wir scheinen irgendwie eine weitere Zutat zu brauchen, irgendwie sowas, eine weitere Schwelle, über die die Evidence noch drüber muss. Ein bloß relatives Übergewicht macht es noch nicht. Mark Schroeder formuliert das wie folgt. The problem of near ties shows that we need some independent conception of what makes evidence sufficient. We cannot simply read it off as the product of its weighing against competing evidence. Und wenn es erstmal soweit ist, wenn man sagt, naja, okay, rechtfertigende Kraft hat allein Evidence, aber wie viel von dieser rechtfertigenden Kraft wir brauchen, das muss noch was anderes bestimmen. Kann man sagen, okay, vielleicht ist das eine Möglichkeit zu sagen, vielleicht sind da praktische Faktoren beteiligt. Vielleicht legen die mit fest, wie gut unsere Evidence sein muss, damit wir eine gerechtfertigte Überzeugung ausbilden können. Das ist aber nur eine mögliche Motivation. Weitere Motivationen für Pragmatic Encroachment sind zum Beispiel, naja so, intuitive Beispiele. Viele von Ihnen kennen bestimmt die Bankbeispiele von Keith DeRose, aber es geht irgendwie auch einfacher und schneller. Nehmen Sie die Aussage, da sind keine Erdnüsse in der Soße. Wenn es einfach nur darum geht, dass einige von Ihren Gästen keine Erdnüsse mögen, dann reicht es, wenn Sie im Kopf nochmal kurz durchgehen, was war nochmal drin? Nee, hier sind keine Erdnüsse drin. Wenn aber einer unter Ihren Gästen eine tödliche Allergie auf Erdnüsse hat, dann schauen Sie vielleicht nochmal genauer nach, auch auf die einzelnen Inhaltsangaben und darauf, ob da vielleicht Spuren von Erdnüssen drin sein können, bevor Sie berechtigt sagen können, nein, keine Erdnüsse drin. Schließlich kann man noch metaepistemologische Erwägungen anfügen. Das heißt, man kann darüber nachdenken, welche Rolle epistemische Begriffe und Kategorien eigentlich, Marx hätte gesagt, in unserem Gattungsleben spielen. Wofür haben wir die? Was erlauben die uns? Was können wir mit denen anstellen? Und Edward Craigs klassischer Vorschlag ist zu sagen, naja, wir haben epistemische Begriffe, um damit zuverlässige Informanten auszuzeichnen. Die Leute zu benennen, auf deren Wort wir uns verlassen können. Wenn man es erstmal so betrachtet, wird es sehr plausibel davon auszugehen, dass die Verwendung epistemischer Begriffe irgendwie in enger Beziehung zu unseren weiteren Belangen steht. Craig schreibt dazu, in recommending an informant to you, und ihm zufolge mache ich das mit dem Begriff des Wissens, I'm implying that the likelihood of his being right is as great as your concerns require. Okay. So viel, um Sie vielleicht ein Stück weit für die Idee des Pragmatic Encroachment anzuwärmen. Wie soll das genau funktionieren? Um sich das etwas genauer klarzumachen, können wir zwei Begrifflichkeiten einführen, die dann in der Debatte sehr gebräuchlich sind. Und zwar gehen wir zunächst mal davon aus, dass so etwas wie Rechtfertigung immer relativ auf eine Entscheidungssituation definiert ist. Und in so einer Entscheidungssituation kann dann zunächst mal etwas gelten, was dann P-Dependence, P-Abhängigkeit heißt. Die liegt vor, wenn es eine Handlung A gibt, die die beste Wahl wäre, wenn P, und eine alternative Handlung, die die beste Wahl wäre, wenn nicht P gilt. Das heißt, in Abhängigkeit davon, ob P oder nicht P, sollten wir uns, wenn wir vollständig informiert werden, für andere Handlungen entscheiden. In so einem Kontext, wo so eine P-Abhängigkeit vorliegt, kann man dann so etwas wie P-Adäquatheit, P-Adequacy definieren. Wir können dann sagen, unsere Belege für P sind praktisch ausreichend, wenn die Handlung A, die wie gesagt die objektiv beste ist, wenn P gilt, im Lichte dieser Belege auch die subjektiv rationale Wahl ist. Wir können das ausbuchstabieren durch einen erwarteten Nutzen, ne, und wir sagen, naja, unsere Belege für und wider P sind so, dass der erwartete Nutzen der Handlung A ausreichend hoch ist, dass wir A vollziehen dürfen. Wir sind subjektiv im Lichte unserer Evidence gerechtfertigt, A zu vollziehen. Und das heißt, in gewissem Sinne müssen wir gar nicht besser Bescheid wissen, ob P gilt oder nicht. Und wenn wir noch mehr Belege für P kriegten und wenn wir vollständig gewiss würden in Bezug auf P, würde das für unsere Entscheidung nichts mehr ändern. In diesem Sinne gilt, wenn diese P-Adequacy-Bedingung besteht, wissen wir es gut genug. Gut genug, dass weitere Evidence keinen Unterschied mehr machen würde für unsere vernünftige Entscheidung.
Und Pragmatic Encroachment wäre dann genauer die These, wir sind relativ zu einer Entscheidungssituation gerechtfertigt in unserer Überzeugung, dass P, wenn unsere Belege im gerade umrissenen Sinne praktisch ausreichend sind für P. Als wäre das jetzt nicht schon abstrakt genug gewesen, mute ich Ihnen kurz zu, mit nachzuvollziehen, dass man das noch etwas genauer sagen kann, einfach weil man dann auf eine relativ elegante Weise die Möglichkeit hat, die Kosten und Nutzen abzuschätzen. Was das involviert, ist jetzt gar nicht so wahnsinnig wichtig. Wenn Sie kurz abschalten oder was auf Ihrem Handy spielen, verpassen Sie nicht viel, nur ein bisschen was. Wir können uns ein ganz einfaches entscheidungstheoretisches Framework vorstellen, so wie bei Savage im Wesentlichen. Wir sagen, es gibt nur zwei Acts, also zwei Dinge, zwischen denen wir entscheiden können, A und B. Es gibt nur zwei States, also zwei relevante Weisen, wie sich die Welt verhalten könnte, P und Non-P. Und Outcomes sind nichts anderes als Kombinationen von Acts und States. Es gibt eine Funktion V, das ist so eine ganz herkömmliche Nutzenfunktion, die sagt uns, wie gut die verschiedenen Outcomes im Vergleich sind. Und es gibt eine Wahrscheinlichkeitsfunktion P, und zwar soll die speziell hier für epistemische Wahrscheinlichkeit stehen oder vielleicht sogar die Stärke unserer Belege bemessen. Okay, und das P-Dependence gilt, heißt dann zumindest zum Teil Folgendes. Der Outcome, in dem wir A vollziehen und P gilt, ist besser, hat höheren Wert als der Outcome, in dem P gilt und wir die andere Handlung vollziehen, B. P-Adequacy ist dann eben eine Bedingung für den erwarteten Wert von Handlungen. Das ist jetzt ein ziemliches Monstrum, aber auf der linken Seite finden Sie einfach Folgendes. Da steht der Wert des Outcome, in dem wir A tun und P gilt, multipliziert mit der epistemischen Wahrscheinlichkeit von P, plus der Wert des Outcome, in dem wir A tun und P gilt aber nicht, multipliziert mit der epistemischen Wahrscheinlichkeit von Non-P, ist mindestens ebenso groß wie der erwartete Nutzen von B, der auf der rechten Seite wiedergegeben wird. Das kann man jetzt umstellen. Ich mute Ihnen nicht zu, das nachzuvollziehen. Ich habe es drollig eingefärbt, damit man ungefähr sieht, wie das funktioniert. Und ich habe es animiert. Sie haben keine Ahnung, wie lange das gedauert hat, bis ich das rausgefunden habe. Okay, wir erhalten dann diesen Ausdruck. Und der ist interessant und ich erkläre Ihnen auch, warum. Auf der linken Seite finden Sie einen Quotienten, der ein Verhältnis der Stärke von Belegen dargibt. Im Zähler finden Sie dort die Stärke unserer Belege für P, im Nenner die Stärke unserer Belege für Non-P. Wir sehen also, wie die sich quantitativ zueinander verhalten. Und dieses Verhältnis muss eine Schwelle passieren, die auf der rechten Seite dann gegeben wird. Und diese Schwelle auf der rechten Seite, das werden Sie vielleicht sehen, wird ausschließlich durch Ausdrücke definiert, die den Wert von Outcomes betreffen. Insofern haben wir ein Verhältnis von Evidence bestimmt, rein in praktischen Begriffen, in Begriffen von Wert und Unwert, Kosten und Nutzen. Was steht da genau? Naja, im Zähler steht die Frage, was entgeht uns, wenn wir A vollziehen und wir haben schiefgelegen? Wie viel besser wäre im Falle nicht P die Handlung B gewesen? Das können wir auch die Irrtumskosten nennen. Und im Nenner finden wir den Mehrwert von A bei P. Das heißt, wie viel Mehrwert erzeugen wir denn, wenn wir in der richtigen Annahme, dass P das Richtige tun, nämlich A? Das wäre der Gewinn. Und dann können wir das Ganze wie folgt runterbrechen. Die Forderung ist folgende. Die Stärke unserer Belege für P muss sich zur Stärke unserer Belege für Non-P so verhalten, dass sie mindestens ebenso groß ist wie das Verhältnis von Irrtumskosten zum Gewinn. Und wenn in der Debatte von Stakes die Rede ist, dann ist zumindest zum Teil so etwas wie dieser rechte Quotient damit gemeint. Und was das bedeutet, ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Je größer die Irrtumskosten, desto besser sollten auch unsere Belege für P sein. Beziehungsweise wenn der Gewinn, wenn wir richtig liegen, ebenfalls sehr groß wird, dann wird es vielleicht wieder attraktiver, was zu riskieren und wir können vielleicht auf weniger Belegbasis A vollziehen. So verhalten sich diese Dinge zueinander. Okay, damit jetzt aber Schluss mit dem Klein-Klein. Es sind noch eine Menge Fragen offen. Ich habe einfach eine Wertfunktion eingeführt, ohne Ihnen zu sagen, wessen Stakes denn da relevant sind. Um wen in aller Welt geht es denn da? Ne? Geht es um das Subjekt der Überzeugung, deren Rechtfertigung wir beurteilen? Oder geht es um denjenigen, der darüber spricht?
Oder geht es um eine Assessorin, die aus einem anderen Kontext denjenigen, der spricht, beurteilt? Ist das variabel oder ist das invariant? Ist mir im Prinzip wurscht, hätte ich fast gesagt. Ich möchte aber eine These für den speziellen Fall wissenschaftlicher Behauptungen verteidigen. Die nenne ich jetzt nur, damit Sie gleich sehen, wie der Hase läuft. Verteidigen tue ich sie dann etwas später. Aber was ich vertreten möchte, ist etwas, das ich das Alle-Betroffenen-Prinzip nennen würde. Das besagt Folgendes: Der Kontext einer wissenschaftlichen Behauptung ist so beschaffen, Sie merken, schöne Prosa war gestern, ist so beschaffen, dass die Stakes aller derjenigen, deren Wohlfahrt von Handlungen im Sinne der Behauptung betroffen ist, als relevant gelten müssen. Das heißt, wir werfen das Netz denkbar weit aus. Und wer immer irgendwelche Stakes hat, für wer auch immer da ist für den oder die irgendwas auf dem Spiel steht, gehört mit ins Boot. Wie man sowas aggregiert, darüber können wir uns auch noch unterhalten. Ein bisschen was dazu sage ich auch noch. Pragmatic Encroachment. Jetzt aber erstmal die Frage, was springt dabei raus für die Kritik einer These über IQ und Hautfarbe und überhaupt für moralische Kritik? Also wie wenden wir das erstmal auf eine These wie 1 an? Wie gesagt, das ist nochmal die These. Schwarze Menschen haben genetisch bedingt durchschnittlich einen geringeren IQ. Und jetzt gilt Herrnstein und Murray selbst, also die Autoren, die das vertreten, empfehlen eins als Basis politischen Handelns. Das heißt, die schreiben ein Buch für eine breite Öffentlichkeit und erklären darin, wie das Staatswesen umgestaltet werden sollte. Deswegen ist es vielleicht an dieser Stelle plausibel, wenn ich unterstelle, wenn so etwas wie Stakes relevant sind, dann sind in so einem Falle vielleicht tatsächlich die Stakes aller BürgerInnen des politischen Gemeinwesens relevant. Ja? Wir sollten das vielleicht im Hinblick darauf prüfen, was für alle Betroffenen auf dem Spiel steht. Spielen wir das mal durch. Und da stellen wir mal, so etwas wie Pragmatic Encroachment wäre plausibel und so etwas wie das Alle-Betroffenen-Prinzip, zumindest in diesem Falle auch. Was folgt daraus dafür, wie gut eine These wie 1 gerechtfertigt sein muss? Erst die Irrtumskosten, Sie erinnern sich, die standen im Zähler. Die Frage, die wir da stellen müssen, lautet einfach: Wie viel haben wir als Gesellschaft zu verlieren, wenn wir fälschlich eins akzeptieren und, wie Herrnstein und Murray empfehlen, mit Ungleichheit leben? Da gibt es eine Menge zu sagen. Eingefallen ist mir Folgendes. Zunächst einmal würden bestimmte bestehende Nachteile für schwarze Menschen verstetigt oder vielleicht sogar verschärft werden. Wenn wir aufhören, so etwas wie echte Gleichstellung auch nur anzustreben und sagen, naja, okay, wir müssen damit leben, ist ja naturgegeben, dann ist klar, dass bestimmte Ungleichheiten bestehen bleiben werden, beziehungsweise sich dann über Generationen hinweg vielleicht sogar noch verschärfen werden. Außerdem wird so etwas entstehen wie die soziale Kosten, die aus sozialer Ungleichheit eben resultieren. Ja, wenn Sie sich eine stark ungleiche Gesellschaft angucken, werden Sie merken, was damit gemeint ist, dass das ein erheblicher Kostenfaktor ist. Und zwar für alle Beteiligten, nicht nur für die, die schlechter abschneiden. Und schließlich so etwas wie die Opportunitätskosten, also die vergeudeten Talente, die eigentlich da wären, die wir aber fälschlich als naturbedingt nicht vorhanden annehmen. Das heißt, wir haben dann eine riesige Bevölkerungsgruppe, die eigentlich naturbedingt genauso talentiert ist wie alle anderen auch, die durch äußere Umstände nicht in die Lage versetzt wird, diese Talente voll auszubilden, und wir betrachten das aber als naturgegeben und machen nichts dran. Da geht uns ein erheblicher produktiver Faktor verloren. Das ist das, was auf dem Spiel steht, wenn wir fälschlich eins akzeptieren. Was ist mit dem Gewinn? Wie viel haben wir als Gesellschaft zu gewinnen, wenn wir korrekterweise eins akzeptieren und mit Ungleichheit leben? Da wird mir meine links-grüne Perspektive einen Streich gespielt haben, weisen Sie mich gerne darauf hin, aber mir ist weniger eingefallen. Verzicht auf die kostspieligen und invasiven Gleichstellungsprogramme, würde ich sagen. Das ist plausiblerweise tatsächlich etwas, was wir uns sparen. Und etwas, das Herrnstein und Murray stark machen, ist, wir können so etwas schaffen wie geschützte Räume für weniger Talentierte. Ja, wir hören auf, bestimmte Jobs auszulagern und zu zentralisieren, sondern wir sorgen dafür, dass für jeden, egal wie talentiert, in dieser Gesellschaft irgendwie eine wertgeschätzte Arbeit vorhanden ist. Sowas in der Art. Mir scheint, und sagen Sie mir gerne, wie Sie es finden, aber erst, wenn ich fertig bin. Mir scheint plausibel, dass die Irrtumskosten höher sind als die Gewinne. Und das
bedeutet an dieser Stelle Folgendes. Und das habe ich hervorgehoben, weil es mir eine zentrale Beobachtung zu sein scheint. Wenn Pragmatic Encroachment gilt, ist dieser Befund bedeutsam sowohl für epistemische als auch für moralische Kritik. Und beides möchte ich jetzt kurz vorführen. Zunächst mal die Irrtumskosten und ihre epistemische Relevanz. Aus dem Umstand, dass die Irrtumskosten höher sind als der Gewinn und daraus, dass, wie wir unterstellt haben, Pragmatic Encroachment gilt, folgt, dass die Rechtfertigung von 1 besondere Anforderungen an Evidence stellt. Wir stellen fest, sowas wie die These 1, das ist was, das sollten wir besser sehr gut wissen, bevor wir es behaupten, denn es hängt viel dran. Das sollten wir ungefähr so gut wissen, wie wir um die Sicherheit von Reaktoren wissen oder von Impfstoffen oder sowas. Das ist nichts, was man leicht dahin sagt und dann auch noch danach handelt. Das heißt, wenn die Stakes hoch sind, brauchen wir auch ziemlich gute Evidence. Und die Frage ist, haben wir die? Und ich glaube, die haben wir nicht. Ich orientiere mich hier stark an der sehr guten Diskussion in dem Buch von Thorsten Willold. Ich weiß gar nicht, ob der da ist, aber jedenfalls vielen Dank. Die vorliegenden biostatistischen Daten, die wir haben, stützen die These 1 nämlich de facto eher schwach. Das liegt, will ich jetzt nicht allzu lange machen, aber das liegt im Wesentlichen daran, dass diese Daten für eine Größe relevant sind, die man Heritabilität nennt. Und Heritabilität ist das Verhältnis derjenigen Varianz in dem Merkmal IQ, die auf genetische Faktoren zurückgeht, zur Gesamtvarianz in einer Population. Das heißt, wir gucken uns an, wie stark variiert das Merkmal generell in der Population und wie viel von dieser Varianz ist plausiblerweise auf genetisch bedingte Faktoren zurückzuführen. Und dieses Verhältnis, das ist die Heritabilität. Diese Größe hat jetzt aber nur bedingte Relevanz für die These 1. Es gibt eine Kritik von Richard Lewontin, die Sie vielleicht sogar kennen. Hier gibt nämlich Beispiele, die einfach zeigen, dass die Variation innerhalb zweier Gruppen gänzlich genetisch bedingt sein kann. Wir können zwei Populationen haben und in beiden Gruppen ist klar, dass etwaige Unterschiede im Merkmal vollständig genetisch bedingt sind. Und trotzdem ist auch klar, dass die Unterschiede zwischen den Gruppen vollständig umweltbedingt sind. Nun gilt aber die Heritabilität des IQ, kennen wir nach wie vor fast ausschließlich über Zwillingsstudien. Und zwar speziell über Studien mit eineigen Zwillingen. Das heißt, wir kennen immer nur die Heritabilität innerhalb der Gruppe der Weißen oder innerhalb der Gruppe der Schwarzen. Und Lewontin weist darauf hin, dass sich da Rückschlüsse verbieten. Eine noch viel schlagkräftigere Kritik, wie ich finde, stammt von Ned Block. Der weist einfach darauf hin, dass diese Größe Heritabilität einfach begrifflich was ganz anderes ist als das, was wir mit genetischer Determiniertheit meinen oder genetischer Bedingtheit meinen. Block gibt gute Beispiele, die will ich Ihnen kurz vorführen, damit Sie ungefähr wissen, worum es geht. Die Anzahl der Zehen bei Menschen zum Beispiel ist natürlich plausiblerweise genetisch kodiert. Ja, dass wir fast alle von uns 5 Zehen haben, das liegt an unseren Genen. Also, klarer Fall von genetisch bedingt. Aber gleichzeitig ist es ein Merkmal, wie Block ausführt, das plausiblerweise eine sehr geringe Heritabilität hat. Warum? Na, wenn es da mal Variation gibt in dem Merkmal, wenn es mal Leute mit mehr oder vor allen Dingen mit weniger Zehen gibt, dann wird das in der überwiegenden Anzahl der Fälle gerade nicht an genetischen Faktoren liegen, sondern an Umweltbedingungen. Da ist irgendwem was draufgefallen oder irgendwas hat geraucht oder Diabetes oder sonst irgendwas. Das heißt, die Variation in dem Merkmal ist zu einem sehr hohen Anteil gerade nicht auf genetische Faktoren zurückgerufen. Also, klarerweise genetisch bedingt, aber geringe Heritabilität. Umgekehrt, sagt Block, können wir uns an Zeiten erinnern, also Block jedenfalls scheint das zu können, in denen überwiegend, oder oh nee, er sagt ausschließlich, biologisch weibliche Personen Ohrringe getragen haben. Zu dieser Zeit war das Merkmal Ohrringe tragen, hatte eine hohe Heritabilität. Ja, eine sehr gute Möglichkeit, ihren Vorhersageirrtum zu verringern, war sich erstmal anzugucken, welches Geschlecht hat denn die Person? Ist die Variante sofort eine ganz andere? Das heißt, hohe Heritabilität, aber natürlich ist das Tragen von Ohrringen nicht angeboren. Ne? Das wäre ja Quatsch, sondern das ist eine Frage von Konventionen, die ließen sich so ändern. Das heißt, Blocks Punkt ist, die Größe, die wir hier am Schlawittchen haben, mit unseren statistischen Instrumenten, ist eine ganz andere als die, die uns interessiert, wenn wir uns fragen, ist was angeboren und veränderbar? Dann gibt es noch den Flynn-Effekt, davon haben Sie vielleicht auch gehört.
aber ich glaube, das reicht schon. Blocks Urteil ist jedenfalls ziemlich vernichtend, etwas vernichtender als das von Philholt zum Beispiel, aber dass die gemessenen IQ-Unterschiede auch nur partiell genetisch bedingt sind, ist bestenfalls eine Schätzung, a guess. Und Block selbst bemerkt das, was in unserem Kontext das Relevante ist, aber es ist bei ihm nur eine kurze Bemerkung, bemerkt aber ein Missverhältnis zu den Stakes. Er schreibt, given the social importance of this issue, guessing is not appropriate. Jetzt kann not appropriate alles Mögliche heißen, aber wenn wir sowas akzeptieren wie pragmatic encroachment, dann ist das eine berechtigte epistemische Kritik. Dann sagen wir, okay, wir haben es hier mit einer These zu tun, für die haben wir bestimmte Standards der Rechtfertigung und die werden eklatant verfehlt. Warum haben wir diese Standards? Na, das liegt daran, wie wichtig das ist, dass es auch stimmt. An den Stakes. Okay, so viel erstmal zur epistemischen Kritik und zum pragmatic encroachment. Aber dieses Missverhältnis zwischen der Stärke der Belege und dem, was auf dem Spiel steht, den Stakes, ist natürlich gleichzeitig auch die Art von Faktor, die plausiblerweise moralisch relevant ist. Das heißt, Irrtumskosten können auch zur Grundlage moralischer Kritik dienen. Stakes als moralische Falschmacher ist natürlich eine Abkürzung. Eigentlich ist es das Missverhältnis zwischen Stakes und Evidence. Da kann man gleich mehrere Erwägungen anfügen. Erstens, wenn Sie sich vielleicht dunkel an die Herleitung von vorhin erinnern, dann heißt der Umstand, dass die Belege zu schwach sind für die Stakes, nichts anderes, als dass die Handlung, die wir vollziehen, sollten, falls eins richtig ist, im Lichte unserer jetzigen Belege den geringeren erwarteten Nutzen hat. Durch diese Bedingung sind wir ja zu diesem Quotienten überhaupt erst gekommen. Und das heißt, wer einfach so behauptet, dass eins gilt, der muss damit rechnen, dass die Leute, die dann danach handeln, eine Handlung vollziehen, die erwartbar sozial schädlich ist. Die schlechtere Alternative. Schlechter für die Gemeinschaft, als es sonst wäre. Schon das, möchte ich behaupten, macht die Behauptung von eins im Lichte der Belege moralisch fahrlässig. Zweiter Punkt. Ebenso führt diese Handlung, wenn wir voraussetzen, was unsere jetzigen Belege darlegen, zu Ungerechtigkeit. Machen Sie das klar? Wir fangen dann an, mit Ungleichheit zu leben, leben dann aber mit einer Ungleichheit, die, nach allem, was wir wissen, sehr wohl veränderlich ist. Und das heißt, wir akzeptieren eine Form von Ungleichheit, die ungerecht ist, durch schlechte Umweltbedingungen verursacht. Beides macht eine Behauptung von eins auf dieser Grundlage moralisch fahrlässig. Wir sagen dann etwas, wo gilt, wenn Leute sich darauf verlassen, tun sie was Schlechtes. Schließlich kann man noch eine dritte Erwägung einfügen, die ich durchaus interessant und relevant finde. Man könnte sagen, im Kontext einer rassistischen Geschichte trägt eine so schwach begründete, sagen wir mal, Behauptung wie eins eine diskriminierende soziale Bedeutung. Da kann man an die Arbeiten von Deborah Hellman zum Beispiel denken, die sagt, ob etwas ein diskriminierender Akt ist. Das muss gar nicht an den Intentionen der Leute liegen. In bestimmten Kontext tragen bestimmte Dinge eine bestimmte Bedeutung. Und wenn jemand leichtfertig behauptet, auf der Grundlage unzureichender Belege, dass schwarze Menschen genetisch bedingt weniger intelligent sind, dann ist das ein rassistischer Akt, egal wie gut die Intentionen dahinter waren. Etwas, wo gilt, wenn man lernt, was man da gemacht hat, sollte man sich entschuldigen, egal wie gut die Absichten waren. Okay. Verschiedene Kandidaten dafür, warum ein Missverhältnis von Stakes und Evidence ein moralischer Falschmacher sein kann. Die Konsequenz ist, das Missverhältnis von Stakes und Evidence ist zugleich ein epistemischer und ein moralischer Grund für Kritik an eins. Es gibt sogar einen nicht kontingenten Zusammenhang. Sie verzeihen, wenn ich mich jetzt noch flapsiger ausdrücke, als ich es die ganze Zeit schon tue. Das, was eins zu schlechter Wissenschaft macht, macht eins auch unmoralisch. Das ist einer und derselbe Faktor, der in zwei Begründungen oder in zwei Formen von Kritik eine Rolle spielen kann. Das Resultat ist erstmal, moralische Kritik ist mit der starken liberalen Auffassung vereinbar. Wir haben jetzt moralische Kritik geübt, wir haben aber moralischen Erwägungen nicht die Rolle zugemutet, irgendwie Evidence für die Wahrheit oder Falschheit von eins zu sein. Wir haben nur gesagt, wir berufen uns auf Faktoren, die beschreiben, wie gut die Evidence zu sein hat, bevor wir eins akzeptieren dürfen.
Okay, das war ein Anwendungsbeispiel und ein recht dichtes. Wir müssen uns ein bisschen genauer angucken, welche Rolle dabei jetzt eigentlich die Moral gespielt hat. Welche Rolle spielt Moral? Die Idee bis hierher ist erstmal folgende. Wenn die Stakes aller Betroffenen für die epistemische Rechtfertigung wissenschaftlicher Behauptungen relevant sind, dann gibt es in Fällen wie 1 eine legitime Möglichkeit für epistemische und moralische Kritik. Die Frage ist, wie verhalten sich die moralischen und die epistemischen Aspekte zueinander? Ein erster Vorschlag, den es in der aktuellen Debatte durchaus gibt, ich kürze es etwas ab, denn die Grafik sagt es selber auch, wäre zu behaupten, es gibt sowas wie Moral Encroachment. Wir bemerken, dass an einer These extrem hohe Irrtumskosten hängen und dass die Belege dafür nicht gut genug zu sein scheinen. Deswegen finden wir es zunächst mal moralisch fahrlässig, sowas zu behaupten. Und wir sagen, naja, es ist der Job der Wissenschaft auch nicht moralisch fahrlässig zu sein. Und wegen dieser moralischen Verurteilung behaupten wir dann auch, das ist nicht gut genug gerechtfertigt. Das heißt, die moralische Kritik fundiert die epistemische Kritik. Das ist nicht das Bild, das ich vertreten möchte. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber es geht eben auch anders. Mein Alternativvorschlag wäre dieser. Wir können, das hatte ich vorhin schon versprochen, die epistemische Relevanz der Stakes aller Betroffenen für wissenschaftliche Behauptungen unabhängig von moralischen Erwägungen erklären. Und dann ergibt sich ein anderes Bild. Und ein bisschen so haben wir es ja auch gerade schon vorgeführt, dass man separat die epistemische Kritik und die moralische Kritik üben kann. Wir sagen, naja, es gibt bestimmte Irrtumskosten für eine These wie 1, die stehen nicht im passenden Verhältnis zur Evidence für 1. Und das ist auf einer Schiene ein Grund für epistemische Kritik. Und auf einer zweiten, aber unabhängigen Schiene ist es auch etwas, was man moralisch an dieser Behauptung auszusetzen haben kann. Aber es gibt dabei, natürlich, ich habe das hier mit dem Wortungetüm morally significant pragmatic encroachment genannt, finde ich jetzt schon wieder nicht mehr gut. Aber der wichtige Punkt ist, es gibt hier eine Autarkie des Epistemischen. Die epistemische Kritik funktioniert auch ohne die Moral. Das könnten wir rauskürzen. Das ist was, darüber kann man sich moralisch aufregen, aber die epistemische Kritik beruht nicht darauf, dass man sich moralisch aufgeregt hat, sondern die funktioniert auch eigenständig. Das ist das Modell, das ich in Anspruch nehmen würde für das, was ich da gerade am Beispiel 1 vorgeführt habe. Okay, das war jetzt schon eine Menge. Wahrscheinlich können Sie nicht mehr, aber das ist ja mein Vortrag. Jetzt kommt trotzdem noch ein Argument, und zwar ein Argument dafür, warum ich glaube, dass Wissenschaftsfreiheit tatsächlich stakesensitiv sein muss. Und zwar sensitiv für die Stakes aller Betroffenen. Man kann sich ja fragen, naja, wieso sollte sich Wissenschaft überhaupt um die Stakes der Betroffenen scheren? Die These 1, die wir gerade hatten, ist ja in gewisser Hinsicht, habe ich gesagt, ein Sonderfall. Wie gesagt, das ist ein Buch für eine breite Öffentlichkeit, verbunden mit einem großen politischen Appell. Schon irgendwie fair, eine solche These an den Kosten zu messen. Aber Wissenschaft generell, also auch Elfenbeinturm oder Labor oder so, scheint ja erstmal ziemlich weit hergeholt zu sein. Aber ich glaube, dass ein Argument für das alle betroffenen Prinzip letztlich nicht sehr viel benötigt. Erstens eine allgemeine Prämisse über Geltungsansprüche wissenschaftlicher Thesen. Und zwar eine, die gerade VerfechterInnen der Wissenschaftsfreiheit unterstützen werden. Und zweitens einfach nur die Ansicht, dass es sozusagen im privaten Bereich jeweils für eine Einzelperson und seine oder ihre Überzeugung so etwas wie einfaches Pragmatic Encroachment gibt. Sollte ich davon ausgehen, dass P, ja, ich gucke lieber nochmal nach, ob jemand allergisch ist auf Erdnüsse oder sowas. Also nichts mit Aggregation und sozialen Kosten und dergleichen, sondern nur, was Sie jeweils glauben, sollte sich daran orientieren, wie wichtig es in Ihrem Fall ist, nichts Falsches zu glauben. Wenn wir das zusammenschmeißen, kriegen wir auch ein Resultat über die Geltungsansprüche wissenschaftlicher Thesen, glaube ich. Dies einfache Argument sieht wie folgt aus. Meine erste Prämisse sagt, es zählt zu den Geltungsansprüchen wissenschaftlicher Behauptungen, von allen Mitgliedern der Öffentlichkeit gerechtfertigt geglaubt werden zu können. Was diese Prämissen rechtfertigen soll, sage ich dann gleich noch. Zweite Prämisse lautet, ob ein Mitglied der Öffentlichkeit eine Behauptung gerechtfertigt glauben kann, wird von den Standards seines oder ihres Kontexts beeinflusst. Auch dazu gleich.
Und drittens, das ist schließlich die eine Zutat, die man, damit meine Überlegungen funktionieren, akzeptieren muss. Das wäre eben eine einigermaßen simple, sozusagen auf den Privatbereich eingehegte Form von Pragmatic Encroachment. Die Standards des Kontextes eines Objekts werden von seinen, ihren Stakes mit beeinflusst. Daraus würde folgen, die Stakes aller Mitglieder der Öffentlichkeit beeinflussen die Geltung wissenschaftlicher Behauptungen. Der Pfad dahin wäre dann so, dass ich als Wissenschaftlerin etwas behaupte, damit den Anspruch erhebe, ihr könnt mir alle glauben. Ich weiß aber, ja, ob die mir glauben können, das machen die selber aus, mit sich und ihrem Kontext. Und in diesem Kontext sind bestimmte Kosten relevant. So ungefähr funktioniert der Pfad dahin. Na, was in aller Welt soll diese Prämissen rechtfertigen? Ja, das Schöne ist, hier kann ich mich sozusagen auf die Säulen heiligen der Wissenschaftsfreiheit berufen. Im ersten Fall, für was die Prämisse 1 geht, kann ich das tun, was, wie meine Studierenden Ihnen bestätigen werden, ich am liebsten tue, nämlich kann zitieren. Die Vernunft muss sich in allen ihren Unternehmungen der Kritik unterwerfen und kann der Freiheit derselben durch kein Verbot Abbruch tun, ohne sich selbst zu schaden und einen ihren nachteiligen Verdacht auf sich zu ziehen. Auf dieser Freiheit beruht sogar die Existenz der Vernunft, die kein diktatorisches Ansehen hat, sondern deren Ausspruch jederzeit nichts als die Einstimmung freier Bürger ist, deren jeglicher seine Bedenklichkeiten, ja sogar sein Veto, ohne Zurückhalten muss äußern können. Das heißt, so etwas wie eine freie, unbeschränkte Wissenschaft setzt bei Kant einen Diskurs voraus, wo es einerseits Freiheit der Wissenschaft gibt, aber auch Freiheit der Kritik und wo eben die Kritik von jedermann gleichermaßen relevant ist. Und das sieht sogar so aus, dass jeder Beteiligte da, wie Kant sagt, ein Veto hat und sagt, Entschuldigung, aber mich überzeugt das nicht. Dann ist die Idee, das ist für die WissenschaftlerIn ein Problem. Die kann nicht sagen, ja, nee, ich wollte auch nicht, dass du das glauben kannst, ich meinte alle anderen oder so. Sondern das, in dieser Hinsicht gibt es kontexttranszendierende Geltungsansprüche, wie Habermas sagen würde. Oh, jetzt habe ich schon Marx und Habermas. Robin, hast du gehört? Okay. Das spricht für diese erste Prämisse. Es zählt zu den Geltungsansprüchen wissenschaftlicher Behauptungen, von allen Mitgliedern der Öffentlichkeit gerechtfertigt geglaubt werden zu können. Okay. Die zweite Prämisse hat es dann mit den jeweiligen Standards unterschiedlicher Kontexte und Subjekte zu tun. Da kann ich etwas tun, was ich nicht so gerne mache wie Kant zitieren, aber heute auch mal mache, nämlich Mill zitieren. To call any proposition certain, while there is anyone who would deny its certainty if permitted, but who is not permitted, is to assume that we ourselves and those who agree with us are the judges of certainty and judges without hearing the other side. Hier sagt Mill, dass das, was er sozusagen generell über den Pluralismus in Meinungen und Ansichten sagt, gerade auch für Meinungen über epistemische Standards, über Standards für Sicherheit, Gewissheit, gilt. Ich glaube, so geht der Satz zu Ende. Der Gedanke Mills ist also folgender. Ob ein Mitglied der Öffentlichkeit eine Behauptung gerechtfertigt glauben kann, wird von den Standards seines, ihres Kontexts beeinflusst. Wir dürfen genauso wenig, wie wir andere Meinungen vorgeben, dürfen wir diktatorisch bestimmte Rechtfertigungsstandards vorsetzen den Leuten und ihnen sagen, dass sie die akzeptieren müssen, weil wir ganz, ganz sicher sind, dass das die richtigen sind. Okay. Aus Kants und Mills Überlegungen folgt also, es zählt zu den Geltungsansprüchen wissenschaftlicher Behauptungen von allen Mitgliedern der Öffentlichkeit gemäß den Standards ihrer eigenen Kontexte gerechtfertigt geglaubt werden zu können. Wenn wir dies jetzt eben mit einer relativ simplen Form von Pragmatic Encroachment verbinden, so erhalten wir das, was ich dieses einfache Argument genannt habe. Naja, okay, wenn jetzt aber irgendwie die Stakes aller Beteiligten relevant sind, wie in aller Welt kriegen wir die alle ins Boot? In welcher Form aggregieren wir die Stakes aller Betroffenen? Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die ich in einer schriftlichen Form auch ein bisschen ausbuchstabiere, weil das wird jetzt wahrscheinlich wirklich zu weit führen. Es spricht aber einiges für eine priorisierte Form, in der die Wertfunktion V derjenigen besonderes Gewicht hat, für die die Kosten- bzw. Gewinnspanne besonders groß ist, die besonders hohe Stakes haben, für die besonders viel auf dem Spiel steht. Auch das ergibt sich aus Überlegungen Mills zur Freiheit. Mill schreibt nämlich relativ knapp, Unless the reasons are good for an extreme case, they're not good for any case. Das heißt, wir können uns durchaus zu Recht vor allen Dingen an die wenden, die berechtigterweise besonders hohe Standards an unsere Behauptung
anlegen werden. Das wäre im Fall einer These wie 1 eben die These, wären die Stakes derjenigen, die es vor allen Dingen ausbaden müssen, wenn wir schief liegen. Das heißt, die dürften besonderes Gewicht bekommen in der Festlegung der Schwelle für Rechtfertigung. Okay. Das kurz zusammenfassen. Das bedeutet, wissenschaftliche Behauptungen werden als etwas präsentiert, was jeder in der Öffentlichkeit gerechtfertigt glauben kann. Gegeben Pragmatic Encroachment ist damit der Anspruch verknüpft, dass wir alle diese Behauptungen als Grundlage gerechtfertigten Handelns betrachten dürfen. Und damit werden wissenschaftliche Behauptungen sensitiv für die Stakes aller Betroffenen. Und diese Stakes sind zugleich von der richtigen Art, um auch moralische Falschmacher zu sein. Um es nicht nur epistemisch verantwortungslos, sondern auch moralisch verantwortungslos zu machen, bestimmte Dinge zu behaupten. Und das wäre eben die besagte nicht kontingente Verknüpfung epistemischer und moralischer Defizite. Okay, so langsam kann ich auch nicht mehr, aber ich bin fast fertig. Wirklich. Nur noch, wie weit darf denn diese Kritik gehen? Wenn eine Behauptung sich im Hinblick auf die Stakes als epistemisch ungerechtfertigt und als moralisch verwerflich beurteilen lässt, was folgt daraus? Naja, das heißt, wir können Kritik aus Gründen üben, die auch moralisches Gewicht haben, aber ich glaube, wir sollten nur die praktischen Konsequenzen ziehen, die sich auch ohne Rekurs auf die moralische Dimension dieser Defizite allein begründen lassen. Ich glaube, auch in Bezug auf die praktischen Konsequenzen sollte es sowas geben wie eine Autarkie des Epistemischen. Also wir brauchen diesen linken Pfad in dem Diagramm, den ich gerade hatte. War das da hinten auch links? Ich glaube ja. Und dann kann man wie folgt argumentieren. Ich zitiere jetzt Dieter Schönecker über zweierlei Grenzen der Wissenschaftsfreiheit. Schönecker schreibt: Ich unterscheide moralische Grenzen und Grenzen der Wissenschaftlichkeit. Die letzteren exkludieren durchaus legitim bestimmte Formen der Forschung und Wissenschaft, insofern aus der wissenschaftlichen Gemeinschaft, als ihre Vertreter nicht Realisierungsmöglichkeiten für ihre Forschung und Wissenschaft erhalten. Mittel, Stellen, Publikationsmöglichkeiten, Öffentlichkeitsforen, Anerkennung und dergleichen. Und der Gedanke dahinter ist auch, glaube ich, durchaus plausibel zu sagen, wenn die Arbeit eines Kollegen, einer Kollegin zu weit hinter wissenschaftliche Standards zurückfällt, zu sehr in die Nähe von unwissenschaftlichem oder vielleicht sogar Charlatanerie rückt, dann werden wir in der Tat überlegen, ob wir Maßnahmen ergreifen. Dann werden wir KollegInnen kritisieren, wenn sie die Person noch einladen und werden sagen, Entschuldigung, aber dafür kriegt er jetzt keine Drittmittel. Das scheint mir durchaus plausibel zu sein. Und das heißt, es besteht zumindest im Prinzip die folgende Möglichkeit. Erstens, eine These bleibt angesichts der Stakes eklatant hinter den Anforderungen der epistemischen Rechtfertigung zurück. Und damit verletzt die WissenschaftlerInnen die Grenzen der Wissenschaftlichkeit, die Schönecker da zitiert, und ist bezüglich dieses Teils ihrer Forschung vorerst diskreditiert. Es ist dann legitim, sie zu diesem Thema nicht einzuladen, Beiträge zur Veröffentlichung oder Drittmittelanträge abzulehnen, etc. Zugleich ist diese These mit denselben Gründen auch moralisch kritisierbar. Aber der Punkt, den ich machen wollte, ist zu sagen, es sind nicht diese moralischen Gründe oder es ist nicht die moralische Dimension dieser Gründe, die diese Sanktion begründet. Danke. Ja, vielen Dank, Tim Henning, für diesen sehr anregenden, bestimmt auch sehr kontroversen Vortrag, den ich annehme. Heißt das also, dass die Thesen es in der Wissenschaft leichter haben sollten, also als besser gerechtfertigt gelten sollten, die Welt so zeichnen, wie wir sie gern hätten? Nee, das nicht. Aber es stimmt, dass es sozusagen einen beliebten Einwand gibt, zu sagen, naja, damit schaffen wir doch systematisch Anreize, gerade für NachwuchswissenschaftlerInnen zum Beispiel bestimmte heiße Eisen lieber nicht mehr anzupacken, ne? Weil wir sagen, naja, da legen wir dann eben besonders hohe Standards an und dergleichen. Mein Punkt wäre zu sagen, naja, das ist aber nicht unserer Willkür überlassen, ne? Sondern wenn das, was ich gesagt habe, irgendwie in die richtige Richtung geht, dann würde gelten, es gibt eben Fälle, da gibt es bestimmte Thesen, wenn wir darin schief liegen,
dann ist Holland in Not. Dann geht es ziemlich vielen Leuten ziemlich dreckig. Und das sind einfach Thesen, an die müssen wir Maßstäbe anlegen, wie wir sie auch an Impfstoffe und Kernreaktoren anlegen. Nicht ganz, aber Sie sehen, wohin ich steuere. Ne? Wenn so viel auf dem Spiel steht, dann müssen wir das eben auch sehr genau wissen. Und dann sind das eben auch Thesen, deren Begründung sehr anspruchsvoll ist. Das hat sich dann ja keiner ausgedacht, sondern dann ist das eben so. Genau, insofern sind die kuscheligen und schönen und ungefährlichen Thesen tatsächlich am Anfang der Karrierestufe vielleicht weniger ruhmreich, aber vielleicht doch eine sichere Bank, wer weiß. Danke. So, ich habe Ihnen jetzt vorgemacht, was Sie jetzt tun sollen, nämlich diesen Vortrag herausfordern. Ich schlage vor, wir machen jetzt eine kurze Q&A, die sich wirklich mit diesem Vortrag kritisch auseinandersetzt, bevor wir dann die Panelgäste auf die Bühne holen. Und dann wird sich die Diskussion ja verbreitern, auch in vielfältige Aspekte. Bitte. Hi. Dankeschön. Kann man mich hören? Ja. Also vielen, vielen Dank für den tollen, unterhaltsamen Vortrag. Ich finde das Konzept überzeugend, aber an einer Stelle frage ich mich, ob wir nicht doch noch etwas klären müssen, nämlich was die Öffentlichkeit ist. Mhm. Kann ich mit demselben Konzept nicht verteidigen, dass wir die Evolutionstheorie ablehnen müssen? Mhm. Ich nehme eine Öffentlichkeit von 30% der Amerikaner, die eben für die es einen hohen Wert hat, ihr religiöses Glaubenssystem hochzuhalten und die Evolution anzunehmen, kostet sie epistemisch so viel, dass sie das auf jeden Fall ablehnen und die Gewichte, die wir haben, sind denen nicht hoch genug. Ja. Das ist eine große Gruppe, sprich, ich glaube, das System klingt gut, hat aber die Herausforderung, dass wir eigentlich Öffentlichkeit nicht wirklich immer so schaffen zu verstehen, dass da alle Menschen eingefasst sind. Wir sind immer partielle Öffentlichkeiten, das haben Sie auch schön kontextualisiert. Und kommt dann nicht genau das Problem auf? Mhm. Ja, super Frage, vielen Dank. Ich glaube aber, dass das eher ein Anlass wäre, sich nicht so sehr zu fragen, was die Öffentlichkeit beinhaltet, sondern eher die Frage, welche Kosten berücksichtigen wir eigentlich. Und natürlich muss man, wenn man so etwas wie Pragmatic Encroachment in dieser Weise anwendet, sagen, naja, wenn jemand einfach aus einem Wishful Thinking heraus ganz stark investiert ist, darin unbedingt eine These glauben zu wollen, dann darf das kein epistemisch relevanter Kostenfaktor sein. Ne? Denn ansonsten lizenzieren wir einfach Wishful Thinking. Ne? Da muss einfach nur jemand sehr dringend gerne wollen, dass eine bestimmte wahr ist oder eine These wahr ist und eine bestimmte These nicht falsch ist. Ne? Und dann sind direkt die Stakes, wenn man ihn vom Gegenteil überzeugen will, so hoch, dass man es eigentlich direkt lassen kann. Ne? Damit würden wir natürlich klarerweise sowas wie Irrationalität lizenzieren und deswegen hätten wir, hoffe ich, zumindest eine gute Motivation dafür zu sagen, okay, da müssen wir uns einfach genauer fragen, was sind denn die jeweiligen Kosten, die wir in Betracht ziehen und müssen sagen, na, die müssen in gewisser Weise unabhängig davon sein, ob jemand gerne eine bestimmte These glauben möchte, ne, sondern es muss ihm tatsächlich ihm oder ihr irgendwas Handfestes daraus resultieren. Und das würde ich erstmal sagen, ist wahrscheinlich weniger klar. Aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Baustelle. Cool, vielen Dank. Einmal hier vorne, bitte. Oh Gott, das ging aber schnell. Ich habe mich gefragt, ob die Moral wirklich aus dem Spiel gelassen wird oder ob sich die nicht nur in den Stakes versteckt. Mhm. Also es scheint mir irgendwie, gut, das ist vielleicht irgendwie so ziemlich basic, aber irgendwie scheint mir da noch auf jeden Fall die Annahme hinterzustehen, dass alle Menschen das gleiche Recht auf Leben, Selbstbestimmung und so weiter haben. Mhm. Und ja, und wenn man dann zum Beispiel sagt, die Stakes der Gruppe, die am meisten betroffen sind, zählen mehr, dann sind das bestimmte moralische, auch irgendwie bestimmte moralische Annahmen, die man da macht. Und die zweite Frage, die ich hätte, wäre, was Sie gerade eben gesagt haben, ob sich da nicht, also ich würde Ihnen natürlich zustimmen, zu sagen, ja gut, die Evolutionstheorie abzulehnen, das ist kein valid concern, aber das ist natürlich auch eine total subjektive, Einschätzung, aber dann ist man wieder an dem Punkt, wo man aus seiner eigenen, nicht da rauskommt, durch seine eigene Brille zu gucken, scheint es mir. Also dann ist dieser Schritt irgendwie
vorgelagert, dass man sagt, man muss auch die Stakes anderer sich angucken, aber die Einschätzung, welche davon relevant sind und welche nicht, die ist ja, bleibt ja subjektiv irgendwie. Ja. Wenn man halt nicht einfach nur nach Mehrheit geht, so wenn man sagt. Vielen Dank. Super Fragen. Vielleicht zuerst, inwiefern steckt die Moral schon in diesem Blick auf die Stakes? Ich würde Ihnen sofort zustimmen und es war ja auch ein bisschen mein Punkt zu sagen, naja, wenn wir uns fragen, was bedeutet das für alle möglichen Leute, wenn wir jetzt von einer These ausgehen und stellt sich heraus, dass sie falsch ist, was steht da auf dem Spiel, dann haben wir natürlich was am Schlawittchen, was ein potenter moralischer Falschmacher ist. Die Frage ist nur, ob wir ihn auch in dieser Kapazität vor Augen haben müssen. Und was ich sagen würde ist, naja, das sollte dieses Argument zeigen, das kann man eben unter Umständen auch anders begründen. Man kann erstmal sagen, naja, was ich als Wissenschaftlerin erstmal behaupte ist, dass Leute mir das mit Fug und Recht und vernünftigerweise abkaufen können, was ich sage. Und dann muss ich nur noch sagen, naja, und jeder von denen wird auch Klugheitsgründe haben, sogenannte prudentielle Gründe, sich einfach zu gucken, was steht denn jetzt für mich auf dem Spiel? Der Typ sagt mir, der Impfstoff ist sicher, aber weiß gar nicht, ob mir das schon bestätigt genug ist. Das sind aber noch keine moralischen Erwägungen, sondern da ist sozusagen einfach jeder oder jede erstmal mit seinem aufgeklärten Eigeninteresse befasst. Nur dadurch, dass man sich als Wissenschaftler an all diese Leute richtet und beansprucht, ihr habt Grund, mir zu glauben, dadurch werden auf diesem Wege all diese Stakes relevant. Und dann in einem zweiten Schritt können wir auch sozusagen deren moralische Relevanz geltend machen. Die Hoffnung war, dass man das Pferd so rum aufzäumen kann. Ist das das Sprichwort? Ich glaube, ja. Und dann nochmal, Sie haben den Punkt des Vorredners nochmal aufgegriffen, auch vollkommen zu Recht, weil, wie ich gesagt habe, das ist tatsächlich eine wichtige Baustelle. Ich glaube aber, dass man, wie gesagt, wenn man überhaupt so einen Gedanken wie den des Pragmatic Encroachment befürworten möchte, dass man plausibel machen kann, dass es irgendeine Art von Restriktion im Bereich der relevanten Kosten ohnehin braucht, einfach weil man ansonsten eine Theorie bekommt, die ganz offenkundig Irrationalität lizenziert. Wie gesagt, wenn allein schon dadurch meine Stakes steigen, dass ich so gerne möchte, dass eine bestimmte These wahr ist, dann darf man zumindest an solchen Kosten die Rechtfertigung nicht messen, würde ich sagen. Denn ansonsten, wie gesagt, wird Wishful Thinking etwas, was sozusagen es automatisch dem Gegner schwieriger macht, einen vom Gegenteil zu überzeugen. Das darf natürlich nicht sein. Ich würde hoffen, dass das irgendwie eine Art von unabhängig begründeter Basis sein kann, einen etwas beschränkteren Kostenbegriff einzuführen. Aber das ist auf jeden Fall was man tun müsste. Vielen Dank. Danke, Tim. Danke auch für die zwei guten Fragen. Ich bitte trotzdem alle, sich auf eine zu beschränken zukünftig. Ich gehe hier auch nicht chronologisch vor, sondern versuche, den Saal und die Statusgruppen ein bisschen abzudecken. Der Herr, der da so zuckt und zappelt. Das Dankeschön, Herr Henning. Sehr schöner Vortrag. Würden Sie einmal die Maske für den Zweck? Das hilft, danke. Danke für den Vortrag. Gerne. Hat mir sehr gut gefallen. Ich war ein bisschen verwirrt am Anfang, als Sie sagten, die These 1 wird mit moralischen Gründen kritisiert, weil es ja eigentlich eine empirische These ist. Ja? Und keine moralische These. Die hat zwar möglicherweise moralische Implikationen und die Richtig. Kann man kritisieren, aber das sind ja zwei verschiedene Sachen. Da war ich ein bisschen irritiert. Mhm. Ein Beispiel, was Sie ganz kurz erwähnt haben, Bruno Klauk. Mhm. Dessen These war im Kern, also grob, dass Migranten, Migrantinnen bei Intelligenztests schwächere Leistungen zeigen als Menschen ohne Migrationshintergrund. Ja. Auch hier würde ich sagen, das ist eine rein empirische These. Die ist wahr oder die ist falsch. Mhm. Und man muss aber jetzt daraus ja keine, wenn sie wahr ist, hier keine inegalitarian conclusion ziehen, wie Sie sagen, sondern eine ganz andere. Man kann ja sagen, okay, offenkundig schneiden die Schlechter ab und da müssen wir Geld reinstecken. Mhm. Ja? Und deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob man nicht doch schärfer trennen müsste zwischen der Frage, was ist die empirische Aussage? Mhm. Und wenn Sie dann sagen, ja, wenn die schief liegt, dann gibt es negative Kosten. Ja. Aber wir müssen erstmal feststellen, ob sie schief liegt. Ja. Ja, wenn wir sie frühzeitig verbieten, dann können wir nicht feststellen, ob sie schief liegt. Mhm. Deswegen, das schien mir ein bisschen unscharf zu sein vielleicht. Ja, danke. Vielen Dank. Auch eine sehr gute Frage. Sie haben vollkommen recht, die Arbeit von Klauk ist insofern anders, als es dort diesen Teil, den ich an der These 1 rot unterlegt habe, weil ich sagte, das ist das, woran sich moralische Kritik entzündet. Nicht hingucken, sonst wird Ihnen wahrscheinlich schwindelig. Ich
weiß auch nicht, ob die ganzen Animationen jetzt nochmal zu Recht sind. Sie erinnern sich vielleicht an die Einfärbung, aber jetzt bin ich auch, glaube ich, gleich da. Genau. Also, Clarks These trifft nur diesen Teil der Behauptung, nämlich dass MigrantInnen sozusagen durchschnittlich einen geringeren Q gezeigt haben in einer Reihe von Tests. Und ich habe schon gesagt, dass man daran vielleicht auch etwas kritisieren könnte, keine Ahnung, aber dass das nicht mein Thema ist, das habe ich deswegen auch nicht getan. Und etwas, was in Clarks Arbeit, so korrigieren Sie mich gerne, nicht vorkommt, ist dieser zweite Teil, nämlich zu sagen, das ist partiell genetisch bedingt. Und das ist ja tatsächlich das, worauf ich mich hier bezogen habe. Und ansonsten habe ich versucht, am Anfang zu sagen, teile ich Ihren Eindruck erstmal voll und ganz. Ich habe nämlich auch den Eindruck gehabt, wenn jemand wie Krämer sagt, hier muss es doch einzig und allein um wahr und falsch gehen und um Evidence und dergleichen, dann war das ja sozusagen genau einer der Punkte, die ich versucht habe einzufangen, nämlich zu sagen, ja, das Einzige, was hier rechtfertigende Arbeit leistet, das muss tatsächlich Evidence sein und die muss sozusagen moralfrei gehalten werden. Ich wollte nur sagen, dass wir in Bezug auf so etwas wie Behauptungen und Überzeugungen eben auch Schwellenwerte für Rechtfertigung simpliziter anlegen. Und der Gedanke war, dass es dort vielleicht einen Schlupfwinkel für Faktoren gibt, die auch moralisch relevant sind, aber eben nicht nur. Das war so der Gedanke. Aber ansonsten stimme ich hinzu. Die Dame auf der Treppe, bitte. Ich finde eigentlich Ihre Grundthese sehr überzeugend. Okay. Mich stört aber das Beispiel. Danke. Weitere Fragen? Nein. Ist es eigentlich an? Ja. Ja. Mich stört etwas an dem Beispiel, das Sie gewählt haben, um die Grundthese zu illustrieren. Mhm. Und zwar haben Sie einfach vorausgesetzt, dass unter der Annahme, dass die These 1 da zutrifft, gewisse politische Entscheidungen, mhm, politische Entscheidungen über den Zugang zu Bildungsmöglichkeiten und solche Dinge, mhm, gerechtfertigt wären. Mhm. Das halte ich für vollkommen falsch. Okay, ja, wunderbar. Und wunderbar. Ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, ein, ja, absurdes Beispiel. Nehmen wir an, ich habe eine lange Nase, ja, ich kriege einen Preis demnächst. Sagen wir doch, die Leute hätten herausgefunden, es ist empirisch belegt, mhm, dass Leute mit langer Nase genetisch ein größeres Talent für die Philosophie haben. Mhm. Nehmen wir das mal an. Mhm. So, wäre es dann gerechtfertigt, dass Leute mit kurzer Nase weniger Zugang bekommen zu entsprechenden Bildungsmöglichkeiten? Offenkundig nicht. Mhm. Der Fehler, den man doch da macht, ist, dass man den Zugang für Einzelpersonen, mhm, zu gewissen Chancen, die ihnen gewährt werden, mhm, davon abhängig macht, welcher genetischen Gruppe sie zugehören. Mhm. Und es ist vollkommen gleichgültig, ob die genetische Gruppe, zu denen sie gehören, durchschnittlich mehr oder weniger begabt ist für irgendeine Sache, ja, für die Frage, welchen Zugang man verschaffen kann. Ja. Also deswegen glaube ich, nehmen Sie doch das Beispiel raus. Das, ja, finde ich, unterstützt, ja, eine Geisteshaltung, die wir nicht unterstützen sollten. Vielen Dank. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich möchte kurz, auch wenn das jetzt ein bloßes Autoritätenzitieren ist, dass das unter anderem die Auffassung ist von Leuten wie John Rawls, Ronald Dworkin und Thomas Nagel, die es eigentlich durchaus ernst meinen mit dem Egalitarismus. Genau deswegen habe ich die zitiert. Sie haben aber natürlich erstmal recht. Der wichtige Punkt an der Stelle war mir hier zunächst mal zu sagen, es geht mir nicht um irgendwie die Art und Weise, wie Leute eine These wie eins falsch verstehen können. Das kann man ja sozusagen auch nochmal als Kostenfaktor annehmen und sagen, da gibt es einen Wissenschaftler, der behauptet eine These wie eins und dann liest das die Öffentlichkeit und alle gehen plötzlich davon aus, dass alle schwarzen Menschen durch die Bank automatisch dümmer sind. Das wäre ja sozusagen nochmal katastrophal. Und ich wollte sagen, es gibt im Unterschied zu solchen klar über das Ziel hinausschießenden Implikationen, gibt es Implikationen, die so eine These wie eins haben könnte, die man durchaus mit einer gewissen Plausibilität, wenn man Dworkin und Rawls und Nagel glaubt, daraus ziehen könnte. Und wenn es so ist, dass wir begrenzte Ressourcen haben und wenn es so ist, was ich wie gesagt nicht glaube und auch nicht mal für ansatzweise gerechtfertigt halte, aber wenn es so wäre, dass es sozusagen da eine naturgegebene Glass Ceiling gibt, dann würde man irgendwann sagen, dann müssen wir uns fragen und wir machen das Jahrzehnte und Jahrzehnte und wir stellen immer noch keine Gleichheit her, ob wir sagen, na, vielleicht sind manche dieser Ressourcen anderswo besser aufgehoben. Vielleicht erzeugen wir Kosten und fuschen in das Leben aller möglichen Leute rein, um etwas zu ändern, das nicht zu ändern ist. Wenn Sie das nicht plausibel finden, ich
kann Ihnen das gerne glauben. Ich wollte an dieser Stelle meinen Gegnern, soweit es geht, entgegenkommen. Ich würde jetzt noch eine letzte Frage dran nehmen und dann müssen wir zum Podium übergehen. Ich habe auch wahnsinnig viele Fragen. Ich werde sie auch alle stellen können. Ich muss auch damit leben. Hier vorne bitte einmal. Genau, der Herr, der schon die Maske sich ab. Ja, vielen Dank für den sehr interessanten... Bitte. Kurz und würzig. Kurz und würzig, ja. Ich würde einen Ansatz eigentlich ein bisschen weiterentwickeln und wollte Sie nach dem Verhältnis von moralischer Kritik und Wissenschaftsimpact fragen. Mhm. Also Sie hatten ja Stakes als tatsächliche Konsequenzen vorgestellt, die sich ergeben, wenn eine bestimmte Ansicht in die Gesellschaftsordnung umgesetzt wird. Ja. Und bisweilen hatte ich den Eindruck, als würden Sie annehmen, der Wissenschaftsimpact sei perfekt. Also die Ansicht wird publiziert und vorgestellt und genauso wird es dann umgesetzt. Mhm. Was ergibt sich dann in der Situation, wenn der Impact viel geringer ist und beispielsweise nur die Hälfte umgesetzt wird? Mhm. Ist dann die moralische Kritik auch nur noch halb so viel wert? Ist dann eine direkte Proportionalität? Und vielleicht noch ein letzter Punkt. Mhm. Gibt es epistemische Stakes, wenn wir davon ausgehen, es wird nicht umgesetzt, aber es ist irgendwie moralisch verwerflich, die Annahme zu machen? Mhm. Ja, auch gute Fragen. Ich würde sagen, so etwas wie unvollständiger Impact, wie Sie es ausgedrückt haben, sollte für die normative Frage der Rechtfertigung wahrscheinlich keinen Unterschied machen. Wenn wir wissen, wir haben es mit einer These zu tun, die, wenn sich Leute darauf verlassen, extrem kostenträchtig ist, dann sollte die auch sehr gut begründet sein. Dass wir uns insgeheim darauf verlassen, wie so, naja, die Leute, ach, die handeln eh nicht danach, würde ich sagen, dann ist das vielleicht ein entschuldigender Faktor, aber ich sehe nicht, wie das einen Unterschied für die Rechtfertigung machen kann, die wir benötigen. Sondern da würde ich sagen, sollten wir die Stakes daran bemessen, was passiert, wenn Leute sich tatsächlich auf das verlassen, was wir sagen. Wenn wir mit einer These nur durchkommen, weil wir Glück haben und die Leute hören uns eh nicht zu, dann scheint mir das eine komische Auffassung von Rechtfertigung zu sein. Und was war das zweite epistemische Stakes? Müssen Sie nochmal kurz, sorry. Wir nehmen einfach an, es wird jetzt nicht der Öffentlichkeit vorgestellt und es besteht nicht die Absicht, es irgendwie umzusetzen. Es sind also ein Kreis von Wissenschaftlern, die intern die Dinge diskutieren und dann einfach für sich annehmen, These 1 trifft zu. Mhm. Gibt es dann die Möglichkeit noch, aus Ihrem Ansatz heraus eine moralische Kritik zu äußern, wenn nie die Absicht besteht, irgendwas umzusetzen? Ja, also ich tue mich schwer, das noch als ein wissenschaftliches Unterfangen zu verstehen. Es scheint mir irgendwie eine andere Art von Sprachspiel zu sein. Aber sogar da denke ich, dass wenn wir miteinander übereinkommen, zu sagen, na, eigentlich sollte das ja aber Wissenschaft sein und wissenschaftlichen Kriterien genügen, dann würde ich sagen, sollten wir auch die Geltungsansprüche an wissenschaftliche Thesen ernst nehmen. Und die sehen so aus, dass man zumindest im Prinzip einer kritischen Öffentlichkeit zur Prüfung vorlegen und damit durchkommen könnte. Wenn wir sagen, ich behaupte was, aber damit ist nicht der Anspruch verbunden, dass ich das einer kritischen Öffentlichkeit gegenüber auch rechtfertigen könnte, dann bin ich mir nicht ganz sicher, was für eine Art Sprechakt das ist, die ich da vollziehe. Aber ich glaube nicht, dass das eine wissenschaftliche Behauptung ist. Zu sagen, wenn einer fragt, ja, da habe ich vielleicht keine guten Gegengründe, aber das versuche ich auch gerade gar nicht. Ne? Dann, keine Ahnung, ist das eine Stimmübung oder sonst was oder ein Spiel oder so. Aber vielen Dank, Tim Henning. Danke.